Welcome, welcome, Weeps. Seid ihr bereit, in eine Welt voller Magie, Monster und einen Protagonisten, der mehr Talent als ein Buffet-Teller hat, einzutauchen? Dann schnallt euch an, denn wir werden uns gemeinsam mit Kane in ein episches Abenteuer stürzen. I mean, stellt euch mal vor, Kane kümmert sich nur um seine eigenen Angelegenheiten, pendelt wie jeder andere fleißige Kerl von der Arbeit nach Hause, als er in einen Strudel des Chaos gerät und schließlich, nun sagen wir einfach, er bekommt ein großes Upgrade. Aber halt, da ist noch mehr. Es gibt adlige Familien, mehrere Ehefrauen, und sogar Götter in diesem verrückten Reich. Lasst uns nicht weiter drum rumreden und Kane auf seiner Reise in eine neue Welt begleiten. Glaubt mir Leute, das wird ein wilder Ritt. Das nachfolgende Video dient ausschließlich der Unterhaltung und stellt eine Fanzusammenfassung dar. Es ist nicht als Ersatz für die Originalserie gedacht. Die Parallelweltchroniken des Aristokraten ist ein Eigentum von MacGarden, Yashuu, EMT Squared und Magic Bus. Ich bitte euch darum, die offizielle Veröffentlichung zu unterstützen. Kane ist gerade von der Arbeit gekommen, wird auf dem Heimweg jedoch überfallen. Die Räuber versuchen, die beiden Mädchen zu verletzen und Kane kämpft sofort gegen den Räuber, um die Mädchen zu beschützen. Doch Kane wird bei dem Kampf getötet. Als er wieder aufwacht, ist er als edler Junge wiedergeboren. Als Kane endlich erwacht, ist seine Zofe sehr glücklich. In diesem Moment merkt Kane, dass er in einer anderen Welt wiedergeboren wurde. Er lebt in einem luxuriösen Zimmer und das Dienstmädchen kümmert sich sorgfältig um ihn, was beweist, dass er definitiv kein gewöhnlicher Mensch ist. In dieser Welt wurde Kane in eine adlige Familie hineingeboren. Sein Vater ist ein Graf und hat zwei Ehefrauen. Die erste Frau brachte zwei Jungen zur Welt, die zweite ein Mädchen und auch Kane. Das heißt, Kane hat zwei ältere Brüder und eine ältere Schwester. In dieser Welt gibt es Magie und alle möglichen seltsamen Kreaturen, was Kane sehr neugierig macht. Deshalb ist er auch sehr fleißig. Da Kanes Seele immer noch ein Teenager ist, kann er viel besser lernen als normale Kinder. Bald darauf kann Kane einige einfache Zaubersprüche sprechen. Seine Schwester mag Kane so sehr, dass sie ihm oft selbst etwas Wissen beibringt. Er erfährt dann, dass dieses Königreich vor 300 Jahren von einem Abenteurer gegründet wurde, der ebenfalls ein Erdling zu sein schien. Mit Hilfe seiner Schwester eignet sich Kane schnell die Grundlagen der Welt an. Eines Tages muss er in die Kirche gehen, um sich taufen zu lassen, was in dieser Welt üblich ist. Nach der Taufe sind die Menschen in der Lage, Magie zu wirken und andere Fähigkeiten zu nutzen. Die Menschen in diesem Reich glauben an sieben Götter, die die getauften Gläubigen segnen und ihnen bestimmte Talente verleihen werden. Normalerweise wird ein Mensch nur von einem oder zwei Göttern gesegnet. Aber als Kane getauft wird, sieht er alle sieben Götter. Die Götter sagen Kane, dass sein Tod ein Unfall war und die Götter auf der Erde bitten sie, sich um ihn zu kümmern. Daher segnen alle sieben Götter Kane, der daraufhin Talente in den Bereichen Magie, Kampf, Wirtschaft, Lebenskunst und so weiter erwirbt. Als Kane aus der Welt der Götter in die Kirche zurückkehrt, prüft er sofort seinen Zustand und muss zu seiner Überraschung feststellen, dass alle seine Attribute doppelt so hoch sind wie das Maximum. Wenn das jemand herausfindet, könnte Kane in Schwierigkeiten geraten, also beschließt er, seine wahren Eigenschaften zu verbergen. Trotzdem ist Kanes Familie erschrocken, als sie Kanes Eigenschaften überprüfen, denn er vergisst, seinen Mana zu verbergen und es stellt sich heraus, dass sein Mana das Dutzendfache des stärksten Magiers beträgt. Sein Vater beschließt, Kanes Eigenschaften zu verbergen, weil er das Potenzial hat, in anderen Ländern Panik auszulösen. Nachdem Kane getauft wurde, ist er in der Lage, hochgradige Beschwörungsmagie zu wirken. Er möchte ein magisches Haustier, also spricht er einen Beschwörungszauber, der auf dem Inhalt eines Beschwörungszauberbuchs basiert. Kane beschwört jedoch unerwartet ein Monster, das versucht, Kanes Schwester und ein anderes kleines Mädchen anzugreifen. Um sie zu beschützen, kämpft Kane gegen das Ungeheuer. Diese Szene ähnelt der Szene vor Kanes Tod. Aber zum Glück gelingt es Kane dieses Mal, das Monster zu besiegen und die beiden Mädchen zu beschützen. Die beiden Mädchen sind sehr gerührt und danken Kane, dass er sie beschützt hat. Auch Kane ist sehr glücklich. Er weiß, dass er in dieser Welt große Macht hat, um andere zu beschützen. Seitdem träumt Kane davon, in jeden Winkel der Welt zu reisen und so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Damit Kane besser Magie und Schwertkampf lernen kann, suchen seine Eltern zwei Abenteurer als Kanes Lehrer aus. Kane ist neugierig auf die beiden Lehrer und als er sie kommen hört, rennt er aufgeregt hinaus. In diesem Moment entdeckt Kane, dass seine Lehrerinnen zwei wunderschöne Mädchen sind. Da Kane aus einer adligen Familie stammt, haben die beiden Lehrerinnen großen Respekt vor ihm. Eine von ihnen ist eine Magierin, die andere eine Schwertkämpferin. Später, als sie unterrichten, sind die beiden Lehrerinnen überrascht, dass Kane viel stärker ist als ein Kind, sogar stärker als ein durchschnittlicher Abenteurer. Er kann seine Lehrerin für Schwertkunst im Kampf leicht besiegen und seine Magie ist viel stärker als die seiner Magielehrerin. Außerdem besitzt er eine magische Kiste, die nur so groß ist wie eine Handfläche, aber in ihrem Inneren befindet sich ein magischer Raum, der so groß ist wie ein Schloss. Die beiden Lehrerinnen stellen fest, dass Kane viel stärker ist als sie und sie haben keine Fähigkeiten, die sie Kane beibringen könnten.
Da schlägt Kane vor, dass sie ihn auf ein Abenteuer mitnehmen. Normalerweise kann Kane nur zu Hause bleiben und kann nur ausgehen, wenn er Magie praktiziert. Also bitten die beiden Lehrerinnen Kanes Vater um Erlaubnis, mit Kane auszugehen. Nachdem sein Vater erfahren hat, dass Kane das Haus ruinieren könnte, wenn er zu Hause Magie praktiziert, stimmt er zu. Nachdem Kane in die Wildnis gekommen ist, kann er endlich mit seiner vollen Kraft zaubern. Er zerstört direkt einen großen Stein mit einem mittelschweren Feuerzauber, der sogar noch mächtiger ist als hochwertige Magie. Die beiden Lehrerinnen sind erstaunt und endlich davon überzeugt, dass Kane ein Supergenie ist. In diesem Moment hören sie plötzlich das Geräusch eines Monsters, das aus dem nahen Gras kommt. Kane greift das Ungeheuer sofort an und tötet es. Danach legt er die Materialien, die das Monster droppen lassen hat, in seinen Zauberkasten. Die Lehrerinnen sind sehr neidisch auf Kane, weil er einen solchen Zauberkasten besitzt. Sie jagen dann mit Kane Monster in der Wildnis. Während des Kampfes fliehen einige Monster in den nahegelegenen Wald. Kane versucht, sie zu verfolgen, wird aber von den Lehrerinnen aufgehalten, weil es im Wald viele mächtige Monster gibt. Als Kane das hört, beschließt er, sich anzustrengen, um stärker zu werden, damit er später im Wald Abenteuer erleben kann. Nach einem Tag Training ist Kane auf Stufe 8 aufgestiegen. Er steigt unerwartet 100 Mal schneller auf als die anderen und es stellt sich heraus, dass einer der Götter ihm 100 Mal mehr Erfahrungspunkte als normal gegeben hat. Am nächsten Tag nehmen die Lehrerinnen Kane mit in die Abenteurergilde, wo sie viele Informationen über Monster finden können. Beide Lehrerinnen sind Abenteurer des D-Rangs und da Kane noch jung ist, kann er sich vorerst nicht als Abenteurer anmelden und hat somit keinen Rang. Zu dieser Zeit werden die beiden Lehrerinnen von mehreren Abenteurern des Rangs C belästigt. Obwohl sie Abenteurer sind, sind sie sehr ekelhaft. Kane ist wütend und stoppt diese schamlosen Abenteurer sofort. Trotz seines jungen Alters ist Kane sehr mächtig. Der Anführer der Abenteurer vom Rang C unterschätzt Kanes Stärke und am Ende wird er von Kane leicht besiegt. Doch er ist nicht bereit, seine Niederlage einzugestehen und versucht Kane mit einer Waffe anzugreifen. Wütend erteilt er ihnen eine harte Lektion und vertreibt sie aus der Abenteurergilde. Die Lehrerinnen drücken ihre Haltung gegenüber Kane aus und später finden sie zusammen mit Kane weitere Monster, die der Intelligenz der Gilde entsprechen und erhalten von den Monstern viele Erfahrungspunkte. Im Laufe der Zeit nimmt Kane die beiden Lehrerinnen 3 Jahre lang auf Abenteurertouren mit und auch die Lehrerinnen sind in dieser Zeit mächtiger geworden als je zuvor. Später beschließen die beiden Lehrerinnen, woanders hinzugehen und sich von Kane zu verabschieden. Da Kane dies weiß, beschließt er, vor ihrer Abreise ein Geschenk für sie vorzubereiten. Er weiß, dass sie sich schon immer einen Zauberkasten gewünscht haben und so versucht er, 2 Zauberkästen für sie zu bauen. Er geht in die gefährlichen Wälder auf der Suche nach Materialien für die Herstellung von Zauberkästen und besiegt eine Menge mächtiger Monster. Während seines Kampfes mit den Ungeheuern kommt es zu einer gewaltigen Explosion, die die Soldaten im Schloss glauben lässt, dass die Ungeheuer in das Schloss eindringen wollen. Also führt Kanes Vater die Armee in den Wald, um die Monster zu jagen. Als sie dort ankommen, sehen sie nur ein großes Loch. Als Kanes Vater den Gegenstand sieht, den Kane in dem Loch zurückgelassen hat, versteht er endlich, was passiert ist. Danach holt Kane 2 magische Taschen heraus, die er als Abschiedsgeschenk gemacht hat und die einen magischen Raum so groß wie ein Schloss enthalten. Zaubertaschen mit einem Raum, der so groß ist wie eine Kutsche, sind bereits sehr selten, sodass die von Kane geschenkten Zaubertaschen so wertvoll wie nationale Schätze sind. Die Lehrerinnen sind Kane sehr dankbar und wissen nicht, wie sie es ihm vergelten sollen. Schließlich geben sie ihm 2 Küsse. Später verabschiedet sich Kane von seinen beiden Lehrerinnen und beginnt einen neuen Abschnitt seines Lebens. Jetzt, nach seiner Taufe, hat Kane mächtige Talente erlangt und im Alter von 10 Jahren den starken Drachen alleine besiegt. Außerdem erhielt er 100 Mal mehr Erfahrungspunkte als normal, sodass er sich jetzt auf einer sehr hohen Stufe befindet. Alle Kinder von Adligen müssen im Alter von 10 Jahren in die königliche Hauptstadt reisen, um dort ihr Debüt in der Gesellschaft zu feiern. An diesem Tag beschließen Kane und seine Familie, in die Hauptstadt zu ziehen. Auf dem Weg dorthin könnten sie in Gefahr geraten, denn es gibt viele Monster in der Nähe. Deshalb werden sie von vielen Rittern beschützt. Aber eigentlich braucht Kane gar keinen Schutz, denn er ist in der Lage, jedes Ungeheuer zu besiegen. Auf halbem Weg bemerkt Kane eine Schlacht in der Nähe, bei der mehrere Menschen von einer Gruppe von Monstern belagert werden. Also beschließt er, sofort Hilfe anzubieten. Er findet, dass es zu langsam ist, mit der Kutsche zu fahren und fliegt deshalb mit Hilfe der Windmagie direkt zum Schlachtfeld. Auf dem Schlachtfeld haben die Monster inzwischen die meisten Soldaten besiegt. Die überlebenden Soldaten bewachen eine luxuriöse Kutsche, aber auch sie werden bald besiegt sein. Glücklicherweise trifft Kane rechtzeitig ein und mit seiner mächtigen Magie besiegt er die Hälfte der Monster im Handumdrehen. Die andere Hälfte der Monster kämpft gegen die Soldaten und Kane könnte die Soldaten verletzen, wenn er mit Magie angreift, also tötet er die anderen Monster mit seinem Schwert. Dann heilt er alle verwundeten Soldaten mit dem Heilzauber. Als Kanes Vater und seine Ritter eintreffen, ist die Schlacht längst vorbei. Plötzlich öffnet sich die Tür der prächtigen Kutsche.
Die königliche Prinzessin Telestia und das edle Mädchen Silk steigen aus und bedanken sich bei Kane. Er merkt, dass sie immer noch verängstigt sind, und so setzt er beruhigende Magie ein, um sie zu besänftigen. Daraufhin verlieben sich Telestia und Silk auf den ersten Blick in Kane. Als sie hören, dass Kane ebenfalls in die Hauptstadt aufbricht, nehmen sie Kane getrennt voneinander in die Arme und bringen ihn in die Kutsche. In der Kutsche wollen sie Kane nicht eine Sekunde loslassen und stützen sich die ganze Zeit auf seine Schultern. Es dauert mehrere Tage, bis sie die Hauptstadt erreichen, und sie müssen unterwegs eine Nacht in einer anderen Stadt rasten. In der Stadt angekommen, wollen Telestia und Silk Kane immer noch nicht verlassen und bitten ihn sogar, mit ihnen zu schlafen. Kane fällt es schwer, sie abzuweisen, und schließlich bleibt ihm nichts anderes übrig, als mit ihnen in einem Zimmer zu übernachten. In diesem Zimmer gibt es drei Betten, und Telestia und Silk stellen drei Betten zusammen, um mit Kane in einem Bett schlafen zu können. Nachts ist Kane zu nervös, um überhaupt einzuschlafen. Am nächsten Tag fühlt er sich sehr müde, aber bald kommen sie in der Hauptstadt an. Das Oberhaupt der Ritter in der Hauptstadt sieht Telestia und Silk, die Kane die Hand halten, und fühlt sich zunächst sehr seltsam. Aber als er erfährt, dass Kane die beiden Mädchen gerettet hat, versteht er sie und hat großen Respekt vor Kane. Danach begräbt Kane die toten Soldaten mit den Rittern. Später bittet das Oberhaupt der Ritter Kane, direkt zum König in den Palast zu gehen. Es stellt sich heraus, dass der König sehr neugierig auf Kane ist, da er gehört hat, dass Kane die schrecklichen Monster alleine besiegt und Telestia und Silk gerettet hat. Als der König ihn sieht, ist er sehr glücklich. So beschließt er, Kane zum Baron zu befördern und ihm ein Herrenhaus zu schenken. Unter den anderen anwesenden Adligen gibt es einen, der meint, Kane sei zu jung für eine solche Belohnung. Aber der König fordert ihn direkt auf, die Monster alleine zu bekämpfen, genau wie Kane, und sagt ihm, er solle den Mund halten, wenn er das nicht könne. Nachdem er dies gehört hat, kann der Adlige die Entscheidung des Königs nur anerkennen. Kane wird daraufhin erfolgreich zum Baron befördert. Danach will der König Kane noch einmal unter vier Augen treffen. Später kommen er und sein Vater in den Empfangsbereich des Königs, und auch der König und Silks Vater kommen mit ihren Töchtern. Diesmal bedankt sich der König als Vater erneut bei Kane. Unmittelbar danach stellen er und Silks Vater eine sehr überraschende Forderung. Sie hoffen, dass Kane einen Ehevertrag mit Telestia und Silk abschließt. Es stellt sich heraus, dass sie erfahren haben, dass Telestia und Silk während ihrer Reise Kane nahestehen, und deshalb wollen sie, dass Kane dafür verantwortlich ist und in Zukunft zwei Mädchen heiratet. Auch Kane liebt diese beiden schönen Mädchen. Obwohl er sich sehr schüchtern fühlt, willigt er dennoch ein. Danach rufen die Götter Kane erneut zu sich. Sie sagen ihm, dass er jetzt der stärkste Mensch ist und dass er, wenn er noch stärker wird, ein Halbgott werden wird. Als Kane das hört, ist er sehr überrascht. Diesmal rufen die Götter Kane herbei, weil sie ihn bitten wollen, die japanische Unterhaltung in die Welt zu bringen, denn in dieser Welt wissen die Menschen kaum, was Unterhaltung ist. Später kehrt Kane in die reale Welt zurück. Als er seine Schwester in ein Bekleidungsgeschäft begleitet, trifft er zufällig auf ein Katzenmädchen. Das Mädchen ist seit seiner Kindheit mit ihm befreundet, und ihr Onkel ist zufällig der Präsident einer Handelskammer. Kane bietet ihr an, die Handelskammer zu besuchen, um ihre Stärke zu testen. Nach einer Untersuchung stellt Kane fest, dass die Kammer nicht schlecht ist. Also erzählt er dem Präsidenten, dass er ein Brettspiel machen will. In dieser Welt gibt es keine Brettspiele, aber nachdem Kane dem Präsidenten die Regeln erklärt hat, glaubt der Präsident, dass dieses Brettspiel auf jeden Fall beliebt sein wird. Kane bittet den Präsidenten, ein Reversi-Brettspiel herzustellen, ein interessantes Brettspiel mit einfachen Regeln. Weil er so viel Zeit mit dieser Angelegenheit verbringt, vergisst Kane, dass seine Schwester immer noch im Bekleidungsgeschäft auf ihn wartet. Kanes Schwester ist sehr wütend, aber als sie hört, dass Kane ihre neuen Kleider lobt, weil sie gut aussehen, ist sie wieder glücklich. Am nächsten Tag ist das Modell der Reversi fertig. Kane findet das Modell großartig und sie sollten sofort mit der Massenproduktion beginnen. Er schlägt vor, dass der Präsident zwei Versionen anfertigt. Eine günstige Version, die sich auch das gemeine Volk leisten kann, und eine teure Version für den Adel. Kane möchte tausende von Reversi herstellen, aber die Handelskammer hat nicht genug Geld. Also stellt er das Geld für die Produktion zur Verfügung. In dieser Welt gibt es einen besonderen Brauch. Wenn neue Waren auf den Markt kommen, müssen sie zuerst dem Gott des Handels geopfert werden. So beginnen Kane und der Präsident ein Ritual und opfern das Modell des Reversi dem Gott des Handels. Kane weiß, dass die Götter das Spiel lieben werden. Als Kane von der Handelskammer nach Hause kommt, erinnert ihn das Dienstmädchen sofort daran, dass er auf einen Ball gehen muss. Später nehmen Kanes Eltern ihn zu dem Ball mit, an dem alle Adligen des Königreichs teilnehmen werden, darunter auch Telestia und Silk. Er grüßt Silk und ihren Vater sehr gentlemanlike. Da die Seele von Kane ein junger Mann und kein Kind ist, verhält er sich reif. Dadurch fühlt sich Silks Vater ein wenig seltsam. Weil Kane so gut im Umgang mit Menschen ist, wirkt er ein wenig wie ein Playboy. Kane und seinen Eltern ist das peinlich. Bald darauf treffen er und seine Eltern den König, der die gleiche Einschätzung abgibt, dass Kane ein bisschen ein Playboy ist.
Nachdem er sich das angehört hat, wechselt Kane schnell das Thema und holt das Reversi als Geschenk heraus. Der König ist darüber sehr erfreut. Danach gehen die Erwachsenen in die Gesellschaft und Kanes Eltern bitten Kane, mit den anderen Kindern zu spielen. Während Kane mit Silk plaudert, provoziert ein Marquis-Sohn mit zwei Arschkriechern Kane. Sie kennen seine Identität nicht und denken, er habe einen niedrigen Status. In Wirklichkeit ist Kanes Vater ein Graf, ein höherer Status als der ihrer Väter. Dann bietet der Sohn des Marquis Kane einen Zweikampf an, den Kane nicht ablehnt. Sie treffen sich draußen auf der Wiese. Der Sohn des Marquis und die beiden Arschkriecher bemühen sich, all ihr Mana zu sammeln, aber am Ende können sie nur sehr schwache Magie wirken. Ihre Feuermagie ist wie eine Kerzenflamme und mit der Erdmagie beschwören sie nur einen kleinen Stein. Kane kann sie leicht mit einem Finger besiegen, aber er hat keine Lust, gegen diese Kinder zu kämpfen, also verrät Silk Kanes Identität. Die Geschichte von Kane, der allein Dutzende von Monstern besiegt hat, hat sich längst im ganzen Land verbreitet. Als der Sohn des Marquis und die zwei Arschkriecher von Kanes Identität erfahren, sind sie schockiert und knien sofort nieder, um Gnade zu bitten, in der Hoffnung, dass Kane ihnen ihre Unhöflichkeit verzeihen kann. Er will den Kindern natürlich nicht die Schuld geben und vergibt ihnen. Silk erkennt, dass Kane seine Identität nur deshalb nicht preisgegeben hat, weil er die Kinder ärgern will und sagt scherzhaft, Kane müsse sich mit ihr verabreden, sonst würde sie es anderen erzählen. Zu diesem Zeitpunkt bemerkt Telestia, dass Kane und Silk sich unterhalten und schließt sich ihnen an. Sie vereinbaren, beim nächsten Mal zusammen auszugehen. Als der König zufällig vorbeikommt, hört er ihr Gespräch und ist nun noch mehr davon überzeugt, dass Kane ein Playboy ist. Wie ich bereits erwähnte, hat Kane Telestia und Silk gerettet, weshalb der König ihm als Belohnung einen Titel und eine Villa verliehen hat. An diesem Tag erhält Kane den Schlüssel zum Herrenhaus und ist bereit, es zu übernehmen. Als Kane gemäß der Karte zum Herrenhaus kommt, muss er feststellen, dass es völlig verlassen ist, weil es zu alt ist. Obwohl die Villa riesig ist, ist sie fast überall schmutzig. Zum Glück kann Kane das mit Magie leicht ändern. Mit Hilfe von Magie repariert er die kaputten Teile der Villa und entfernt den ganzen Schmutz. Jetzt sieht die Villa aus wie eine nagelneue. Kane heuert auch einen Butler und eine Gruppe hübscher Dienstmädchen an, die von Kanes Ruf gehört haben und ihn sehr bewundern. Sie sollten das Haus heute reinigen, aber Kane hat es bereits mit Magie geschafft. Danach kommt auch Kanes Familie zu Besuch in Kanes Villa. Sie sind überrascht, dass sein Haus in kürzester Zeit sauber und aufgeräumt ist. Kanes Vater ist jedoch der Meinung, dass die Villa zwar sehr ordentlich ist, es ihr aber an Dekoration fehlt. Also holt Kane einen riesigen, ausgestopften Drachen als Dekoration heraus, was die Dienstmädchen erschreckt. Sein Vater ist sichtlich überrascht, denn riesige Drachen sind sehr mächtige Ungeheuer, die normalerweise nur von der Armee eines Landes getötet werden können. Zusätzlich zu den Dekorationen gibt es in Kanes Haus einige einzigartige Designs. Er wendet Wassermagie auf seine Toilette an, um ihr eine Reinigungsfunktion zu verleihen. Es ist das erste Mal, dass Kanes Familie diese Funktion erlebt und alle finden sie großartig. Danach erinnert Kanes Vater Kane daran, dass er gemäß der Etikette andere Adlige in sein Haus einladen muss. Kanes Butler bereitet in Windeseile die Gästeliste und die Liste mit den Vorräten vor. Nachdem er sie gelesen hat, stellt Kane fest, dass der Name des Königs nicht auf der Gästeliste steht. Es stellt sich heraus, dass er nur ein Baron ist und wenn er den König einladen will, muss er zumindest ein Herzog werden. Außerdem muss Kane Geschenke für jeden Gast vorbereiten. Er stellt fest, dass es in dieser Welt keine Glaswaren gibt, also zaubert er schöne Glaswaren als Geschenke. Außerdem bringt Kane dem Koch bei, wie man ein Steak zubereitet, ein in Japan übliches Gericht. Er stellt auch Sekt her, indem er den Wein mit Kohlensäure versetzt. Danach ruft der König Kane zu sich und fragt ihn, warum er ihn nicht eingeladen hat. Er kann nur erklären und sich entschuldigen und lädt den König dann offiziell ein. Bald darauf gibt Kane ein Bankett, um die Gäste zu bewirten. Als die Gäste die Villa betreten, sind sie sofort von dem ausgestopften Drachen schockiert, den sie für den wohl perfektesten ausgestopften Drachen der Welt halten. Nachdem das Bankett begonnen hat, sind die Gäste auch von dem Sekt überrascht. Sie haben diesen Wein noch nie gekostet und auch noch nie so schöne Gläser gesehen. Als Kane ankündigt, dass die Gläser an alle Gäste verschenkt werden sollen, sind sie angenehm überrascht. Als der König zum Bankett kommt, ist er ebenfalls überrascht von dem Schaumwein und den Gläsern, die er noch nie gesehen hat. Nachdem er das Steak probiert hat, gefällt es ihm sehr gut und er lobt Kanes Bankett in aller Öffentlichkeit. Nachdem die Gäste auf die Toilette gegangen sind, sind sie erstaunt über die Waschfunktion der Toilette. Nachdem der König die Toilette benutzt hat, bittet er Kane sofort, alle Toiletten im Palast mit einer Reinigungsfunktion auszustatten. Alle Gäste genießen das Festmahl und jubeln Kane zu. In diesem Moment kommt auch ein Magie, der Kane feindlich gesinnt ist, zum Bankett. Seine Manieren sind entsetzlich und die anderen Gäste hassen ihn. Der Marquis probiert Sekt und Steak, die er für sehr lecker hält, aber er sagt absichtlich, dass sie schlecht schmecken. Kane will nicht mit dem Marquis aneinander geraten, also erträgt er dessen Unhöflichkeit.
Er weiß jedoch, dass einer der Gäste den Marquis bestrafen kann. Als er sich über die Unverschämtheit des Marquis lustig macht, ist der König bereits in der Nähe. Der Marquis rechnet nicht damit, dass der König an einem Bankett eines Barons teilnimmt und verhält sich daher weiterhin unhöflich. Als er den König sieht, kniet er sofort nieder, um sich für seine Unhöflichkeit zu entschuldigen und flieht aus dem Schloss. Der schlaue Kane nutzt die Würde des Königs aus und lässt den Marquis für seine Unverschämtheit büßen. Nach dem Bankett wird Kane von den königlichen Rittern eingeladen, am Training der Ritter teilzunehmen. Er schenkt den Rittern viele tote Monster, die sehr wertvolles Schmiedematerial sind. Als der Vizevorsitzende die Leichen der Monster sieht, ist er sehr überrascht, denn diese Monster sind so mächtig, dass nur die Armee sie besiegen kann. Der Vizevorsitzende hält Kane für sehr mächtig und schlägt daher vor, dass Kane bleibt und die Ausbildung der königlichen Ritter leitet. Er sagt auch, dass der Hauptmann der königlichen Ritter die Starken am meisten mag und hofft, dass Kane den Hauptmann treffen kann. Daraufhin beginnt Kane mit der Ausbildung der königlichen Ritter. Jemand bei den Rittern hält Kane für ein Kind und befürchtet, dass er Kane versehentlich verletzen könnte. Da der Vizekapitän dies weiß, bittet er diese Person, mit Kane im Einzelkampf zu trainieren. Doch Kane besiegt ihn im Handumdrehen. Alle werden Zeuge von Kanes wahrer Stärke und zweifeln nicht mehr an ihm. Später beginnen die Ritter ihr Training unter Kanes Anleitung. Zu diesem Zeitpunkt werden sie plötzlich von einem schönen Elfenmädchen aufgehalten. Das schöne Mädchen denkt auch, dass Kane ein Kind ist und fürchtet, dass er verletzt wird. Der Vizevorsitzende erzählt ihr, dass Kane der neue Baron ist, der das Monster allein besiegt und die Prinzessinnen gerettet hat. Als das Elfenmädchen dies hört, ist es sofort sehr aufgeregt und bietet an, gegen Kane zu kämpfen. Der Vizevorsitzende erzählt Kane, dass das schöne Mädchen die Hauptfrau der königlichen Ritter Tifana ist. Tifana ist sehr mächtig und wird Schwertmeisterin genannt. Nur mit einem Holzschwert ausgestattet, kämpft Kane gegen Tifana. Zu Beginn kämpfen Kane und Tifana unentschieden, aber später im Kampf zeigt Kane seine wahre Stärke und gewinnt schließlich. Tifana ist schockiert von Kanes Stärke. Nach dem Duell macht sie Kane unerwartet einen Heiratsantrag, was Kane sehr schüchtern macht. Er stimmt nicht sofort zu, sondern sagt Tifana, dass er zuerst die Erlaubnis seines Vaters und des Königs einholen muss. Also macht sich Tifana auf den Weg zu Kanes Vater und dem König. Sowohl der König als auch Kanes Vater sind überrascht, als sie hören, dass Tifana Kane heiraten will. Sie fragen Kane, warum Tifana ihn heiraten will. Er erklärt sofort, dass es daran liegt, dass er Tifana besiegt hat. Der König erzählt Kane, dass der erste König des Königreichs den Elfen freundlich gesinnt war, sodass sich die Elfen dem Königreich anschlossen. Tifana kommt aus dem Elfenreich, das Liber Territorium genannt wird. Und sie ist nicht nur der Hauptmann der königlichen Ritter, sondern auch die Prinzessin des Liber Territoriums. Später erinnert der König Tifana daran, dass Kane bereits mit Telestia und Silk verlobt ist. Als Tifana dies erfährt, stört sie sich nicht nur nicht daran, sondern hat auch ein stärkeres Verlangen, Kane zu heiraten, weil sie glaubt, dass Kane vom König und den Adligen anerkannt wurde. Solange Tifana die Zustimmung ihres Vaters erhält, kann sie sich mit Kane verloben. Tifana verliebt sich in Kane, weil er sie besiegt hat. Doch schon bald kommt dem König eine Frage in den Sinn. Tifana ist die stärkste Ritterin des Königreichs, während Kane nur ein kleiner Junge ist. Wie konnte er Tifana besiegen? Der König beginnt zu ahnen, dass Kane der legendäre Held sein könnte. Also befiehlt er dem Minister, ein altes königliches Zauberbuch zu bringen, mit dem Kanes wahre Identität geprüft werden kann. Einige Tage später lädt der Vizevorsitzende erneut zu einem Treffen mit dem König ein, der Kane das Buch überreicht und ihn bittet, darin zu lesen. Dieses magische Buch ist ein Schatz, den der erste König hinterlassen hat, und es enthält sehr mächtige Zaubersprüche, weshalb Kane sehr aufgeregt ist. Kanes Gesichtsausdruck verrät seine wahre Identität. Es stellt sich heraus, dass das Buch auf Japanisch geschrieben ist und niemand außer dem ersten König konnte es verstehen. Jetzt kann Kane es verstehen, was beweist, dass er, wie der erste König, ein Held in der Legende ist. Er erkennt dann, dass der erste König wie er von der Erde stammt. Nachdem Kanes Geheimnis vom König aufgedeckt wurde, muss er die Wahrheit über sich selbst sagen. Er erzählt den anderen, dass seine Seele aus einer anderen Welt stammt und dass er früher Götter gesehen hat. Danach zeigt er ihnen seinen Status. Alle sind schockiert von Kanes übertriebenem Status, der so mächtig ist, dass er nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Gott wirkt. Kane weiß, dass er, sobald er seine Identität preisgibt, wie ein Gott angebetet wird. Aber das ist nicht das, was Kane will. Stattdessen will er nur ein gewöhnliches und glückliches Leben führen wie jetzt. Also versprechen mehrere Leute, die das Geheimnis erfahren haben, es geheim zu halten. Unmittelbar danach kommt Tifana in den Raum und erzählt Kane, dass ihr Vater ihre Heirat mit Kane genehmigt hat. Damit hat er eine weitere Verlobte und er wird sich mit seinem Harem in ein neues Abenteuer stürzen. Nachdem Kane das magische Buch erhalten hat, das der erste König des Königreichs hinterlassen hat, erfährt er, dass der erste König, genau wie er, ein Seelenwanderer war.
Allerdings ist der erste König mit seinem Körper in diese Welt gereist und Kane wurde in dieser Welt wiedergeboren. Der erste König war ursprünglich ein Abenteurer und ergründete später das Land. Kane will also auch ein Abenteurer werden. Er geht in die Abenteurergilde und lässt sich als Abenteurer registrieren. Jeder Abenteurer beginnt mit einem G-Rang und muss sich durch Quests hocharbeiten. Kanes ehemalige Lehrerin ist eine Abenteurerin vom Rang D und der erste König war ein Abenteurer vom Triple S-Rang. Unter den Abenteurern gibt es gute und schlechte Menschen. Mehrere schlechte Abenteurer treffen den jungen Kane und versuchen ihn zu schikanieren. Doch Kane weicht ihren Angriffen problemlos aus. Zu dieser Zeit hilft ein rothaariger Abenteurer Kane, die Rowdies zu vertreiben. Kane bedankt sich bei ihm. Der rothaarige Abenteurer heißt Flame und seine Frau ist eine Abenteurerin mit dem Spitznamen Ice. Sie sind alle Abenteurer des Ranges A. Kane freundet sich mit ihnen an und dann verabschieden sie sich von Kane und gehen auf eine Mission. Kane beschließt, ebenfalls eine Mission anzunehmen und er will eine Mission finden, um Monster zu jagen. Aufgrund seiner niedrigen Stufe kann Kane nur gegen niedrigstufige Monster wie Goblins kämpfen. Sobald er die Abenteurergilde verlässt, kommt Tifana zu ihm. Als Tifana erfährt, dass Kane gegen die Goblins kämpfen wird, besteht sie darauf, ihn auf dieser Mission zu begleiten. Angesichts von Tifanas unnachgiebiger Haltung kann Kane nur zustimmen, dass sie ihm hilft. Später spürt er durch sein mächtiges Mana den Standort der Goblins im Wald auf. Nachdem sie den Wald betreten haben, stellen sie fest, dass die Goblins einen Händler angreifen. Kane heilt den verwundeten Händler und Tifana kämpft gegen die Goblins. Als stärkste Ritterin des Königreichs besiegt sie die Goblins mit Leichtigkeit. Während des Kampfes fantasiert Tifana über ihr und Kanes glückliches Leben nach der Heirat. Es scheint, als sei dies ein einfacher Kampf für sie. Nachdem Tifana die Goblins besiegt hat, taucht eine Gruppe von Echsenmonstern auf, die mächtiger sind als die Goblins. Kane bittet Tifana, zuerst mit dem Händler zu fliehen und er will diese Echsenmonster mit mächtiger Magie besiegen. Nachdem Tifana und der Händler sich in Sicherheit gebracht haben, besiegt Kane alle Echsenmonster mit einem einzigen Zauberspruch in einem Augenblick. Danach kehrt er zur Abenteurergilde zurück und berichtet der Gildenführerin von seinen Erfolgen. Sie ist überrascht, dass Kane eine Gruppe von Echsenmonstern alleine besiegt hat. Sie meldet den Vorfall sofort dem Leiter der Abenteurergilde. Die Leiterin glaubt nicht, dass Kane, ein Abenteurer mit dem Rang G, in der Lage ist, eine Gruppe von Echsenmonstern zu besiegen. Denn ein einzelnes Echsenmonster hat die gleiche Stärke wie ein Abenteurer des D-Rangs und nur ein ganzes Team von Abenteurern des C-Rangs kann eine Gruppe von Echsenmonstern bekämpfen. Also entscheidet er direkt, dass Kane geschummelt hat und disqualifiziert ihn als Abenteurer. Glücklicherweise trifft der Anführer der Abenteurergilde rechtzeitig ein, erkennt sofort Kanes Identität und verlangt eine Entschuldigung vom Anführer. Es stellt sich heraus, dass der Anführer Tifanas älterer Bruder ist und er hat schon lange gehört, dass der Verlobte seiner Schwester Kane ist und wie mächtig Kane ist. Der Verwalter und der Führer sind sehr überrascht, als sie von Kanes Identität erfahren, vor allem der Verwalter. Da Kane ein Baron ist und der Verwalter nur ein einfacher Bürger, ist die Verleumdung Kanes durch den Verwalter wegen Betruges ein sehr schweres Verbrechen. Der Verwalter kniet sofort nieder, um sich bei Kane zu entschuldigen, in der Hoffnung, dass Kane ihm verzeiht. Kane macht dem Manager keine Vorwürfe, sondern bittet ihn, sich in der Zukunft nicht den anderen zu täuschen und nachzuforschen, bevor er sich ein Urteil bildet. Nachdem er erfahren hat, dass Kane eine Gruppe von Echsenmonstern besiegt hat, beschließt der Gildenleiter, Kanes Stufe auf den Rang C anzuheben. Tifana ist jedoch der Meinung, dass der C-Rang immer noch zu niedrig für Kane ist, der im Alter von 10 Jahren den Drachen alleine besiegen konnte und auch sie besiegt hat. Das beweist, dass Kane mächtiger ist als ein Abenteurer vom A-Rang. Der Gildenleiter stimmt Tifana zu, aber auch wenn Kane stark genug ist, kann er die Regeln nicht brechen. Also bittet der Gildenleiter Kane, eine Abenteurermission des B-Rangs auszuführen, um aufzusteigen, nämlich die Banditengruppe zu besiegen. Solange Kane diese Aufgabe erfüllt, wird er zum Abenteurer des Rangs A befördert. Währenddessen beobachten die Götter im göttlichen Reich Kanes Handeln. Sie sind erleichtert, dass Kane stärker geworden ist, aber sie glauben nicht, dass Kane stark genug ist, denn der versiegelte Dämonenfürst steht kurz vor seinem Erwachen und Kane muss stärker werden, damit er eine Chance hat, den Dämonenfürsten zu besiegen. Deshalb beschließen sie, einen neuen Lehrer für Kane zu finden. Eines Morgens, ein paar Tage später, wird Kane von seinem Dienstmädchen geweckt. Heute ist der Tag der Aufnahmeprüfung an der Königlichen Akademie, aber als Kane aufwacht, ist er bereits zu spät dran. Glücklicherweise hat Kane die Fähigkeit zu teleportieren und er teleportiert sich direkt zum Prüfungsort. Kane erhält dann die Eintrittskarte und betritt den Prüfungsraum. Telestia und Silk nehmen heute ebenfalls an den Prüfungen teil, doch seltsamerweise sieht Kane sie nicht im Prüfungsraum. Die erste Prüfung ist ein schriftlicher Test, den Kane schnell absolviert. Die Prüferin testet dann den Grad der Magie der Kandidaten.
Sie sagt, dass der Prüfungsort durch Magie geschützt ist, sodass die Kandidaten ihre ganze Kraft einsetzen können, ohne befürchten zu müssen, den Prüfungsort zu zerstören. Kane weiß, dass der Prüfungsort auf jeden Fall zerstört wird, wenn er wirklich seine ganze Kraft einsetzt. Deshalb wendet er nur einen der einfachsten Zaubersprüche an, aber selbst dann zerstört er den Prüfungsort. Nach der Magieprüfung kommt die Abschlussprüfung, bei der die Kandidaten auf ihre Kampffähigkeit geprüft werden. Die Prüfer sind allesamt Abenteurer und sie werden das Niveau der Kandidaten durch Kämpfe testen. Der rothaarige Abenteurer, den Kane zuvor gesehen hat, ist einer der Prüfer. Also bietet der rothaarige Abenteurer an, Kanes Prüfer zu sein. Unter normalen Umständen muss der Prüfer nicht so ernst sein und nur einen Teil seiner Stärke zeigen. Aber der rothaarige Abenteurer spürt, dass Kane sehr stark ist und so kämpft er mit aller Kraft gegen Kane. Nach dem erbitterten Kampf wird er schnell erkannt und erhält die volle Punktzahl. Nun kann er nach Hause gehen und auf das Ergebnis der Prüfung warten. Bald erfährt der König von Kanes Prüfungsergebnis. Die Akademie stellt einen Strafzettel aus und Kane muss eine Strafe für die Zerstörung des Prüfungsgeländes zahlen. Der König findet heraus, dass Kane tatsächlich zum falschen Prüfungsort gegangen ist. Die Prüfung wird an zwei Orten abgehalten, einem für die Bürgerlichen und einem für die Adligen. Kane sollte zum letzteren gehen, aber er ging zum falschen Ort. Deshalb hat er Telestia und Silk im Prüfungszentrum nicht getroffen. Aber egal in welchem Prüfungszentrum Kane ist, er wird auf jeden Fall die volle Punktzahl erhalten. Anstatt Kanes Ergebnis direkt zu verkünden, bittet der König ihn, es wie die anderen Kandidaten an der Benachrichtigungstafel zu lesen. In der Nähe der Benachrichtigungstafel trifft Kane auf Silk, die den zweiten Platz belegt, und Telestia gewinnt den dritten Platz. Kane steht zweifellos an erster Stelle. Seine Familie und Freunde sind sehr glücklich. Kane, der den ersten Platz belegt, muss als Schülersprecher eine Rede halten. Nachdem er die Bühne betreten hat, erzählt er, dass er zum falschen Prüfungsort gegangen ist, aber trotzdem an der Königlichen Akademie zugelassen wurde. Er benutzt diesen Vorfall als Beispiel, um zu zeigen, dass Adlige und Bürgerliche zwar unterschiedliche Prüfungsorte besuchen, dies aber nicht bedeutet, dass sie unterschiedlich sind, sondern dass sie an der Königlichen Akademie alle gleich sind. Später trifft der König ein und hält eine Rede. Das ganze Gelände ist von Applaus erfüllt und die Rede der Erstsemester endet perfekt. Die Königliche Akademie bietet viele Kurse an und in der ersten Klasse müssen die Schüler ihre eigenen Kurse wählen. Kane wählt vier Fächer, nämlich Adel, Abenteuer, Magie und magische Gegenstände. Für gewöhnliche Menschen wird es schwierig sein, zwei Fächer zu lernen, so wie Telestia, die Adel und innere Angelegenheiten wählt. Und sie wählt letzteres, weil sie Kane in Zukunft bei der Verwaltung der Domäne helfen will. Silk wählt Adel und Handel, weil sie hofft, Kane in Zukunft bei Geldverdienen helfen zu können. Nach der ersten Unterrichtsstunde entdeckt Kane, dass mehrere adlige Schüler eine einfache Schülerin schikanieren. Bei der einfachen Schülerin handelt es sich um Kanes Kindheitsfreundin, ein halbmenschliches Mädchen. Kane ist wütend und stoppt die adligen Schüler, denen Kane schon einmal eine Lektion erteilt hat. Doch diesmal müssen sie sich nicht mit Kane auseinandersetzen, sondern können mit dem Einfluss ihrer Familien mit dem halbmenschlichen Mädchen fertig werden. Kane hat als Baron kein Recht, die Kontrolle über ihre Familie zu übernehmen. In diesem Moment kommen Telestia und Silk, um sie aufzuhalten. Telestia, die Prinzessin des Königreichs, repräsentiert die Autorität des Königs. Die adligen Schüler sind sofort erschrocken und knien nieder, um sich zu entschuldigen und das halbmenschliche Mädchen um Verzeihung zu bitten. Daraufhin bedankt sich das halbmenschliche Mädchen bei Kane. Telestia und Silk finden, dass das Halbmenschenmädchen Kane ebenfalls zu mögen scheint und sprechen gemeinsam über ihn. In der nächsten Sekunde hört Kane plötzlich eine Männerstimme, die nur von Kane gehört werden kann. Der Mann bittet ihn, ihn in der Bibliothek zu treffen. Er ist neugierig, also teleportiert er sich direkt in die Bibliothek. Dort angekommen trifft Kane unerwartet auf einen Mann, der gerade Kaffee kocht. Er ist es, der Kane um ein Treffen bittet und erkennt sogar den Namen von Kanes früherem Leben. Es stellt sich heraus, dass dieser mysteriöse Mann Kanes neuer Lehrer ist, Yuya, der sich als erster König des Königreichs entpuppte. Yuya kommt wie Kane von der Erde. Er ist über 300 Jahre alt, sieht aber immer noch wie ein junger Mann aus. Das liegt daran, dass Yuya ein Gott geworden ist und deshalb nicht altert. Yuya muss Kane trainieren, damit er stärker wird. Aber Kane denkt, er sei stark genug. Um ihn zu testen, bittet Yuya Kane, ihm die Kekse aus der Hand zu reißen, doch Kane versagt auf der Stelle. Daraufhin offenbart Yuya Kane, dass er vor 300 Jahren einen Dämonenkönig, Aaron, versiegelt hat. Aber das Siegel ist in letzter Zeit geschwächt worden und Aaron, der die Macht hat, Kriege zu führen und die Welt zu zerstören, könnte erwachen. Yuya und die Götter können sich nicht direkt in die Geschehnisse in der Welt der Sterblichen einmischen, also setzen sie ihre Hoffnung auf Kane, um Aaron zu besiegen. Doch nun ist Kane offenbar nicht stark genug und muss trainiert werden. Yuya bringt Kane auf eine magische Insel, die er erschaffen hat. Hier ist ein Jahr so lang wie ein Tag in der normalen Welt.
Kane muss die verschiedenen mächtigen Monster auf der Insel besiegen, um das Haus zu erreichen, das sich auf dem höchsten Punkt der Insel befindet. Kane hatte noch nie einen Gegner, der eine Bedrohung für ihn darstellen könnte. Doch als er den mächtigen und zahlreichen Monstern auf der Insel begegnet, fühlt er sich zum ersten Mal unter Druck gesetzt. Inzwischen haben Kanes Familie und seine Kameraden ihn als vermisst gemeldet. Doch sie machen sich keine Sorgen, denn Kane ist in ihren Augen stark. Doch in Wirklichkeit befindet sich Kane in einer Krise. Seine körperliche Kraft und seine magische Macht sind erschöpft und es sind immer noch viele Monster in der Nähe. In diesem Moment sieht Kane einen verwundeten weißen Wolf. Als er den weißen Wolf mit seiner einzigen verbliebenen magischen Kraft heilt, wird er ohnmächtig. Glücklicherweise besiegt der weiße Wolf, während Kane bewusstlos ist, Monster in der Nähe und beschützt ihn. Frisch gestärkt wacht Kane schließlich auf. Schnell wird er zum Partner des weißen Wolfs. Sie kämpfen und erleben gemeinsam Abenteuer auf der Insel. 4 Jahre später schafft es Kane, das höchste Haus zu erreichen. Sowohl er als auch der weiße Wolf sind sehr viel erwachsener geworden. Jetzt kann er den weißen Wolf jederzeit durch Magie beschwören oder verstecken. Aber Kanes Ausbildung endet hier noch nicht. Yuya findet für Kane einen mächtigen Krieger, D-Rain, als Gegner. Nur wenn er D-Rain besiegt, hat sein Training den endgültigen Erfolg. Doch Kane verliert gegen D-Rain bei seinem ersten Kampfversuch. D-Rain nimmt Kane daraufhin mit nach Hause, um sich um ihn zu kümmern, und sie werden zusammenleben, bis Kane gewinnt. Bevor Kane das Training mit D-Rain beginnt, erzählt Yuya Kane ein Geheimnis. Kane ist ein Waisenkind, aber er wurde nicht von seinen Eltern verlassen. Es stellt sich heraus, dass Kanes Eltern zusammen mit Yuya in eine andere Welt gerufen wurden. Sie kämpften und erlebten gemeinsam Abenteuer und wurden mit Yuya stärker. Allerdings starben sie im finalen Showdown mit Aaron. Mit anderen Worten, Aaron ist der Feind von Kane. Als Kane dies erfährt, wird sein Wille fester. Im folgenden Jahr kämpfen D-Rain und Kane fast jeden Tag. Obwohl Kane jeden Kampf verliert, lässt er sich nicht entmutigen, denn er muss stärker werden. Nach ständigem Training gelingt es Kane, D-Rain zu besiegen. Danach kommt Kane zum Grab seiner Eltern, um sie zu trauern. Yuya erzählt Kane, dass sie bis zu ihrem Tod an ihn gedacht und nach einem Weg gesucht haben, auf die Erde zurückzukehren. Als Kane das hört, ist er so gerührt, dass er nicht anders kann, als zu weinen. Plötzlich holt Yuya einen Keks heraus und dieses Mal schnappt sich Kane den Keks sofort, was bedeutet, dass Kane bereits die Kraft hat, gegen Aaron zu kämpfen. Yuya erkennt Kanes Stärke an und erklärt sich bereit, ihn in die ursprüngliche Welt zurückzubringen. Um zu verhindern, dass Kanes Familie überrascht wird, verwandelt Yuya auch Kanes Körper in den von vor 5 Jahren. Bevor er abreist, schenkt D-Rain ihm einen Drachen als Haustier und Yuya schenkt ihm auch ein Schwert. Als Kane in seine eigene Welt zurückkehrt, gilt er seit 5 Tagen als vermisst. Seine Familie und seine Kameraden sind alle sehr besorgt um ihn. In den Tagen, in denen er vermisst wurde, haben Telestia und Silk gelernt, Kekse zu backen, während sie auf ihn warteten. Als sie ihm die selbstgebackenen Kekse bringen, ist Kane sehr gerührt und isst sie sofort auf. Kane hat sie seit 5 Jahren nicht mehr gesehen und vermisst das Leben so sehr. Als er ins Königreich zurückkehrt, erzählt er dem König sofort von seinem Erlebnis. Der König glaubt zunächst nicht an solch ungewöhnliche Geschichten. Erst als Kane Yuyas Schwert herausnimmt, glaubt er schließlich, dass Yuya nicht nur lebt, sondern auch ein Gott ist. Zuvor hatte der Anführer der Abenteurergilde Kane den Auftrag erteilt, die Banditengruppe zu bekämpfen, und Kane kann zum Abenteurer des Ranges A befördert werden, wenn er den Auftrag erfüllt. Aber bevor er die Aufgabe erfüllen konnte, ging er zum Training mit Yuya. Glücklicherweise sind in dieser Welt nur 5 Tage vergangen und Kane hat noch Zeit, seine Aufgabe zu erfüllen. Also macht er sich sofort auf den Weg. Nachdem er den Ort erreicht hat, an dem sich die Banditengruppe aufhält, fliegt er mit Hilfe von Flugmagie durch die Luft und beobachtet die Situation. Sie rauben eine Eskorte aus und die Wachen des Teams sind zufällig Kanes ehemalige Lehrerinnen. Die rothaarige ist Millie und die grünhaarige ist Nina. Sie haben bereits gegen die Banditengruppe gekämpft und sind dabei verwundet worden. Kane verarztet sofort ihre Verletzungen. Danach besiegte er die Banditengruppe mit Leichtigkeit. Das Schwierigste an diesem Kampf ist für Kane, seine Kraft zu kontrollieren, um sie nicht direkt zu töten. Millie und Nina haben Kane schon lange nicht mehr gesehen und erzählen ihm von ihren Erlebnissen der letzten Jahre. Als sie erfahren, dass Kane ein Abenteurer des Ranges A und ein Baron geworden ist, sind sie sehr überrascht. Als Kane in die Stadt zurückkehrt, erfährt er, dass die Eskorte, die er beschützt, der Familie seines Freundes gehört. Bald darauf geht er mit Millie und Nina zur Abenteurergilde. Nachdem er diese Aufgabe erfüllt hat, wird Kane erfolgreich in den A-Rang befördert. Zu diesem Zeitpunkt versucht ein obszöner Abenteurer, Millie und Nina zu belästigen, und Kane vertreibt ihn und seine Gefährten sofort. Zum gleichen Zeitpunkt trifft auch das Abenteurerpaar, das sich zuvor mit Kane angefreundet hat, in der Abenteurergilde ein. Sie sind mit Millie verwandt und mit Nina befreundet und später gehen sie mit Kane zum Abendessen ins Restaurant. Während des Essens erwähnen Millie und Nina den Zauberkasten, den Kane ihnen einst geschenkt hat.
Diese beiden Kisten haben sehr viel Platz und können sogar ein Haus aufnehmen. Als das Paar davon erfährt, sind sie überrascht, denn eine Kiste mit einem so großen Raum ist wie ein Nationalschatz. Sie wollen, dass Kane ihnen eine Zauberkiste baut und Kane stimmt ihrer Bitte ohne zu zögern zu. Letzte Woche hat Kane 5 Tage Urlaub genommen, um zu üben, und diese Woche muss er wieder zur Schule gehen. Als die anderen davon erfahren, sind sie überrascht, denn der stärkste Lehrer der Schule kann es nicht mit Kane aufnehmen und Kane kann in der Schule nicht mehr stärker werden. Aber er glaubt, dass er nicht genug über die Welt weiß und er glaubt, dass er in der Schule noch viel gesunden Menschenverstand lernen kann. Zufälligerweise will die Schule Abenteurer anheuern, die in dieser Zeit Vorträge für die Schüler halten sollen. Also beschließen sie, gemeinsam in die Schule zu gehen und sich das Campusleben von Kane anzusehen, während er unterrichtet. Später finden sie heraus, dass Kane keine Freunde in der Schule hat, weil er viel reifer ist als normale Kinder und niemand mit ihm befreundet sein will. Danach versuchen sie, Kane dazu zu bringen, mehr Freunde zu finden, indem sie ihn seine Stärke zeigen lassen. In der anschließenden Abenteurerstunde lassen sie die Schüler ihre Abenteurerkarten zeigen, die die Stufe des Abenteurers darstellen. Aber Kane will seine Karte nicht vor seinen Mitschülern zeigen. Als Abenteurer der Stufe A besitzt er eine goldene Karte, die bei den anderen sicherlich Angst oder Neid hervorrufen würde. Also lügt Kane, dass er die Abenteurerkarte vergessen hat. Bei dem anschließenden Kampftraining wollen die Abenteurer, dass Kane seine Stärke unter Beweis stellt. Also arrangieren sie, dass Kane als Letzter das eigentliche Kampftraining absolviert. Aber es gibt zu viele Schüler und nachdem alle das eigentliche Kampftraining absolviert haben, ist der Kurs zu Ende. Am Ende hat nur Kane keine Zeit mehr, einen echten Kampf zu bestreiten. Eigentlich will er seine Übungsergebnisse im Kampf testen und deshalb ist er traurig. Nachts reist Kane in einen Wald voller Monster, wo er versucht, seine Stärke im Kampf gegen die Monster zu beweisen. Aber diese Monster sind zu schwach, als dass Kane seine wahre Stärke zeigen könnte. Der Lärm, den sein Kampf gegen die Monster verursacht, führt jedoch dazu, dass die Armee in der Nähe fälschlicherweise glaubt, der Dämonenfürst sei erwacht und Kanes Vater führt die Armee in einer Notsendung an. Als sie den Wald erreichen, findet Kanes Vater Kanes Schal und weiß sofort, dass es er war, der den Lärm verursacht hat. Daraufhin warnt der König Kane, dass ein solcher Lärm die Armee in Alarmbereitschaft versetzen würde. Kane entschuldigt sich sofort dafür. In der Zwischenzeit ist Arons Siegel noch schwächer geworden und er ist im Begriff, in diese Welt zurückzukehren. Kane ist so mächtig, dass er mit seiner schwächsten Magie die gesamte Magieakademie zerstören könnte. Deshalb verbietet ihm der Lehrer die Teilnahme an den meisten Magiekursen. Aber heute findet ein Beschwörungskurs statt und da die Beschwörungsmagie im Allgemeinen keinen Schaden anrichtet, erlaubt der Lehrer Kane die Teilnahme an dem heutigen Kurs. Der Beschwörungslehrer händigt den Schülern das magische Feld aus, mit dem sie die Monster beschwören können. Solange sie Mana in das magische Feld injizieren, können sie alle Arten von Monstern beschwören. Die meisten Schüler beschwören niedliche und zierliche Monster niedriger Stufe. Ein mächtiger Schüler beschwört zwar ein hochstufiges Monster, ist aber zu schwach, um es zu besiegen, sodass er nicht der Meister des hochstufigen Monsters werden kann, das schnell wieder verschwindet. Als Kane an der Reihe ist, beschwört er direkt einen alten und ehrenhaften Dämon, Seth. Seth glaubt nicht, dass Menschen ihn beschwören können und ist wütend. Aber als er Kanes Eigenschaften deutlich sieht, kniet er sofort vor Kane nieder und bietet ihm an, sein Diener zu werden. Kane schließt erfolgreich einen Vertrag mit Seth ab, was sowohl den Lehrer als auch seine Mitschüler erschreckt. Unmittelbar danach ruft der König Kane zu sich. Als er erfährt, dass Kane einen Dämon beschworen hat, ist er ebenfalls sehr erschrocken. Denn wenn der Dämon wütend wird, kann das ganze Königreich zerstört werden. Der König glaubt, dass Kane durch das Training stärker geworden ist und er möchte Kanes aktuelle Eigenschaften sehen. Als alle es sehen, sind sie alle schockiert. Zuvor war Kane, obwohl er mächtig war, nur ein Mensch. Aber jetzt ist er bereits ein Halbgott. Der König und die Minister wollen als Zeichen des Respekts vor Kane niederknien, aber Kane hält sie davon ab. Er möchte, dass sie das Geheimnis für sich behalten und ihn so sehen, wie sie es früher getan haben. Der König stimmt zu und ernennt ihn zum Vicomte. Daraufhin kehrt Kane in sein Gebiet zurück. Zu dieser Zeit erfährt er, dass im Grenzwald viele Monster mächtig und verrückt geworden sind und scheinbar in das Königreich einfallen wollen. Normalerweise schickt das Königreich zunächst Abenteurer aus, um den Wald auszukundschaften und entsendet dann, je nach Lage der Dinge, eine Armee. Doch dieses Mal ist es zu gefährlich und Kane beschließt, den Wald selbst auszukundschaften. Als Kane bei der Abenteurergilde ankommt, um Bericht zu erstatten, versucht der Gildenleiter, Kane zu überreden, einige Kameraden zu finden, die ihn begleiten. Doch Kane hält die Aufgabe für zu gefährlich und lehnt den Vorschlag des Führers ab. Tatsächlich ist Kane bei dieser Aufgabe nicht allein, sondern hat mehrere Gefährten, wie den weißen Wolf, den er beim Üben aufgesammelt hat, und den Drachen, den die Rain ihm geschenkt hat. Um diese Aufgabe besser erfüllen zu können, ruft Kane Seth herbei. Seth ist in der Lage, eine mächtige Kreatur im Wald zu spüren und wegen dieser Kreatur sind in letzter Zeit viele verrückte Monster in seinem Gebiet aufgetaucht.
Um Kane zu helfen, beschwört Seth einen Untergebenen, einen Vampir. Dieser Vampir ist ein sehr guter Speer und in der Lage, eine große Anzahl von Fledermäusen zu kontrollieren. Diese Fledermäuse bedecken bald den größten Teil des Waldes. In der Zwischenzeit betritt Kane den Wald und tötet die mächtigsten Monster, um zu verhindern, dass sie das Königreich bedrohen. Als Seth und der Vampir Kanes Stärke sehen, bekommen sie noch mehr Ehrfurcht vor Kane. Danach bringt Kane die toten Körper dieser Monster, die wertvolle Materialien sind, zurück ins Königreich. Gleichzeitig spüren Seth und der Vampir die Aura von Aaron und Aaron, der sie entdeckt hat, erwacht völlig. Später schickt Aaron weitere Monster zum Angriff und Seth kommt sofort mit Teleportationsmagie an Kanes Seite und informiert ihn, dass zahlreiche Monster im Begriff sind, das Königreich anzugreifen. Als Kane davon erfährt, beschließt er, den Abenteurern und der Armee die Aufgabe zu überlassen, den Monstern Einhalt zu gebieten. Er reist in den tiefsten Teil des Waldes, um sich Aaron direkt zu stellen. Tifana, die Anführerin der Ritter, kommt so schnell wie möglich an die Grenze. Sie umarmt Kane herzlich und bietet ihm an, mit ihm zu kämpfen. Kane bittet Tifana, an der Grenze zu bleiben und die Armee hier zu befehligen, während er mit Seth in den Wald gehen wird. Da Teleportationsmagie selten ist, beschließt Kane, in den Wald zu laufen. Als er dort ankommt, spürt er sofort das furchterregende Mana von Aaron. Er weiß, dass Aaron das Siegel nun vollständig aufgehoben hat. Seth und der Vampir haben viele Monster im Wald besiegt, aber Aaron hat noch viele weitere Monster beschworen. Kane weiß, dass er Aaron, der sie ständig beschwört, töten muss, wenn er diese Monster vollständig vernichten will. Seth sagt Kane, er solle direkt in den tiefsten Teil des Waldes gehen, um sich Aaron zu stellen, ohne sich um andere Monster zu kümmern. Kane hört also auf, die Monster im Wald zu bekämpfen und beschließt, sein Mana gegen Aaron einzusetzen. Bald taucht eine große Anzahl von Monstern an der Grenze des Königreichs auf. Tifana befiehlt den Menschen in der Stadt sofort, sich in Sicherheit zu bringen, während die Abenteurer der Abenteurergilde gegen die Menge laufen, um in den Wald zu gehen und die Monster gemeinsam zu bekämpfen. Zu diesem Zeitpunkt ruft Seth viele seiner Untergebenen herbei, um mit den Monstern fertig zu werden. Diese Untergebenen sind mächtige Dämonen und als sie erfahren, dass Seth sie gerufen hat, um einem Menschen zu helfen, sind sie alle sehr überrascht. Seth erzählt ihnen, dass dieser Mensch sich zu einem Halbgott entwickelt hat. Erst jetzt wissen die Dämonen, warum der arrogante Seth bereit ist, einem Menschen zu helfen. Sofort gehorchen sie Seths Anweisungen und liefern sich einen erbitterten Kampf mit den Monstern. Bald darauf kommt Kane in den tiefsten Teil des Waldes, wo Aaron in einer Höhle eingesperrt ist. Nachdem er Kanes Erscheinen bemerkt hat, greift Aaron ihn sofort an. Kane wehrt den Angriff ab und sieht Aarons Gesicht deutlich. Da Aarons ursprünglicher Körper das Siegel nicht verlassen kann, erlaubt Aaron seiner Seele, in den Körper eines Drachens einzutreten. Nachdem er das Siegel mit dem Drachenkörper verlassen hat, beschwört er weitere Monster. Glücklicherweise haben die Abenteurer den Wald erreicht und sie versammeln sich, um sich gegen eine große Anzahl von Monstern zu verteidigen. Nachdem Aaron die Monster beschworen hat, beginnt er, Kane anzugreifen. Zuvor gab es nur wenige Feinde, die Kanes Angriffen widerstehen konnten, aber dieses Mal verletzten Kanes Angriffe nicht einmal Aaron. Dies wird die größte Prüfung sein, der sich Kane nach seiner Wiedergeburt stellen wird. Neben Kane sehen sich auch die anderen Abenteurer einer großen Krise gegenüber und es ist das erste Mal, dass sie mit so vielen Monstern konfrontiert werden. Aber sie haben keine Angst und kämpfen weiter tapfer gegen sie. Nach einiger Zeit gehen ihnen die körperlichen Kräfte und das Mana aus und sie sind bereit, sich zu opfern. Glücklicherweise führt Tifana die Armee an, die sich ihnen anschließt. Die Abenteurer und die Armee schließen sich zusammen und lassen keine Monster in das Königreich. Währenddessen tut Kane sein Bestes, um Aaron zu bekämpfen. Seine Verbündeten greifen Aaron mutig an, werden aber von ihm verletzt. Kane rettet sie sofort. Aaron macht sich über Kane lustig, weil er sein Mana verschwendet, um seine Gefährten zu schützen. Seine Worte verärgern Kane. Für Kane sind seine Gefährten und seine Familie das Wichtigste auf der Welt. Um sie zu schützen, ist er bereit, alles zu opfern. Diese Entschlossenheit lässt Kane in eine Macht ausbrechen, die seine Grenzen sprengt und er entfesselt mächtigere Magie als je zuvor. Am Ende gelingt es Kane, Aaron zu vernichten, von dem nicht einmal mehr Asche übrig bleibt. Dann kommt Seth zu Kane und berichtet ihm, dass alle Monster geflohen sind und sie die Schlacht gewonnen haben. Kane entspannt sich schließlich und kehrt in den Wald zurück, um mit seinen Gefährten den Sieg zu feiern. Daraufhin ruft der König Kane zu sich. In früheren Schlachten haben viele Menschen aufgrund von Kanes übermächtiger Magie geglaubt, dass Götter auf die Erde gekommen sind und in einigen Gebieten herrschte Chaos und Panik. Zunächst war der König darüber verärgert. Als er erfuhr, dass Kane eine so mächtige Magie entfesselt hatte, um den Dämonenkönig Aaron zu besiegen, war der König nicht mehr verärgert, sondern schockiert und bewegt. So belohnte er Kane mit einem besonderen Gebiet, das leicht zugänglich und reich an Ressourcen ist. Daher ist es zu einer Hochburg für viele Abenteurer geworden.
Der Adlige, der dieses Gebiet zuvor erworben hatte, war nicht in der Lage, mit der großen Anzahl von Abenteurern umzugehen und musste das Gebiet schließlich aufgeben. Aber für Kane ist es keine schwierige Aufgabe, Abenteurer zu managen. Nachdem er dieses Gebiet erworben hat, zeigt er allen Abenteurern seine Stärke und kein Abenteurer wagt es, sich Kanes Führung zu widersetzen. Währenddessen besucht auch Seth mit seiner Frau Kane. Seths Frau ist ebenfalls eine mächtige Dämonin und auch sie verehrt Kane. Mit Seths Einverständnis wird Seths Frau zu Kanes neuer Gefährtin. Dank der Bemühungen von Kane und seinen Gefährten wird das Gebiet immer wohlhabender. Kane baut in dem Gebiet ein riesiges und luxuriöses Schloss, in dem er und seine Haremsmitglieder leben können. Seitdem lebt Kane ein glückliches und friedliches Leben mit seiner Familie und seinen Gefährten. Das war's, Leute. Damit sind wir nun mit der ersten Staffel von The Aristocrats Otherworldly Adventure durch. Und was für ein wilder Ritt war das bitte? Wir haben Kane begleitet, der in einer Welt voller Magie und Schwerter wiedergeboren wurde und von den sieben Göttern mit übermächtigen Fähigkeiten gesegnet wurde. Wir haben seine Abenteuer, seine Romanzen, seine Kämpfe gegen mächtige Monster und Schurken und seine Ernennung zum Lehnsherrn miterlebt. Wie hat euch die Serie gefallen? Fandet ihr sie spannend, lustig, romantisch, abenteuerlich oder einfach nur absurd? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und abonniert den Kanal, wenn ihr kein zukünftiges Video verpassen wollt. Außerdem würde es mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben dalasst, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten hoffe ich wie immer, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis bald.